Jahr haben wir uns ein ganz besonders schönes Thema ausgesucht. Es geht um die Liebe. Und es geht nicht nur um die Liebe an sich, sondern auch, was wäre, wenn es keine Liebe gäbe. Hätte aber der Liebe nicht. Dieser Satz gibt uns die Möglichkeit, in verschiedene Bereiche die Musik zu entdecken. Wieder einmal sind verschiedene Instrumente der Tastenfamilie beteiligt. Wir haben das Fortepiano, Cembalo, Klavier, Flügel, Orgel, Akkordeon. Alle diese, die auch in sich birgen, natürlich verschiedene Stilrichtungen anzudeuten. Die einzelnen Konzerte finden statt in den Ihnen bekannten Sälen, wie zum Beispiel dem Konzertsaal, dem Kammermusiksaal, dem Raum 114, dieses Mal auch im Foyer, an zwei verschiedenen Orten und in der Fronleichnamskirche der Ursulinen. Dieser Ort gibt uns die Möglichkeit, uns auch der Liebe zu widmen in einem Sinne der Versenkung und der Mystik und der Liebe zu Gott und der Verschmelzung der Seele mit dem Göttlichen. Unter dem Titel Willst du mein Herz mir schenken, haben wir bestimmte Lieder herausgesucht, zu denen sich Fantasien von Wilhelm Friedemann Bach und von Franz Schubert gesellen. Aber nicht nur über Worte und Lieder wurden Emotionen transportiert, sondern auch über die sogenannten freien Fantasien. Und ganz besondere Vertreter dieser Gattung sind die Bach-Söhne, unter anderem natürlich Wilhelm Friedemann Bach. Das Fortepiano ähnelt in seiner Holzbauweise noch sehr dem Cembalo, aber die Mechanik besteht aus sehr leichten, grazilen Hämmerchen, die den Ton erzeugen. Insgesamt sind also diese Instrumente sehr sprechend, sehr, sehr farbig in allen Lagen und waren das bevorzugte Ausdrucksmittel der Komponisten des Sturm und Drang und natürlich erst recht der Wiener Klassik. Wir proben heute für die bevorstehende Klaviernacht Schönbergs Frühwerk Verklärte Nacht in einer Bearbeitung für Klaviertrio von Edward Steuermann. Eine große Herausforderung an die Spieler, diese Form spannend zu machen, und es ist eine große Spannweite an Emotionen, aber in einer sehr transzendentalen Form. Also in diesem Stück geht es wirklich um den Werdegang von Schmerz, persönlicher Schmerz, zu einer übergreifenden Instanz. Wir spielen die Quatre Instants von der finnischen Komponistin Kaija Saariaho. Und in den Stücken dreht sich alles um die Liebe, beziehungsweise darum, dass sie eben nicht mehr da ist. Es geht ganz viel um Einsamkeit, um Verzweiflung, um endloses Warten auf den Geliebten, der nicht kommt. All das drückt sich in einem sehr, sehr farbig gestalteten Klavier aus. Die Texte sind auf Französisch. Sie kommen von dem französisch-libanesischen Dichter Amin Maalouf, und auch der hat eine Geschichte des Vertriebenseins und der Einsamkeit hinter sich. Also eine sehr spannende literarische und musikalische Mischung. Wir freuen uns, dass Sie kommen werden und dass wir alle gemeinsam feiern können. Etwas so Wunderbares wie die Zuneigung zwischen Menschen, wie Respekt, wie Toleranz, die Liebe, und dass wir uns dann vielleicht ganz am Ende, wie immer, treffen, wieder im Konzertsaal zur Surprise Nocturne. Das wird eine besondere Nacht.